Wir sind heute auf dem Trainingsgelände von 1860 München. Heute geht es um Prozentrechnung. Und ich bin mal gespannt, wo Yves und Nico sind. Gehen wir mal hin, oder? Los geht's. Also ich finde, Hollebas ist der beste Spieler, den die Löwen zurzeit haben. Nee, der Eigner ist der Beste. Der hat von 20 Torschüsse, hat der 8 reingehauen. Hey, streitet ihr euch schon wieder? Um was geht's denn eigentlich? Wer ist der Beste? Eigner ist der Beste. Nein, Hollebas. Okay, aber wir können ja eigentlich ausrechnen, wie gut der Eigner eigentlich wirklich ist. Weil ich habe heute Morgen gelesen, er hat nämlich in den letzten 5 Spielen 20 Mal aufs Tor geschossen und davon hat er 8 verwandelt. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Und diese 20 Torschüsse, das sind alle Torschüsse, die er in den letzten 5 Spielen gemacht hat. Und alle Torschüsse, das kann man auch sagen, das sind 100% der Torschüsse. Mhm. Und das ist sozusagen das Ganze. Das Ganze. Krass. Okay, und 8-mal hat er ihn verwandelt. Und diese 8-mal ist sozusagen der Anteil von den Torschüssen, die er tatsächlich verwandelt hat. Also der Anteil vom Ganzen. Und das kann man auch in einem Bruch ausdrücken. Und zwar heißt ja eigentlich ein Bruch, der Zähler gibt an, wie viel ich tatsächlich habe, also wie viele Tore Eigner tatsächlich geschossen hat. Mhm. Und der Nenner gibt an, wie viel, in dem Fall Torschüsse, ich insgesamt habe. Und man kann es auch so aussprechen, das heißt dann 8 von 20 oder 8 Zwanzigstel. Mhm. Okay, gut. Wenn ich das in den Dezimalbruch umwandeln will, hast du da eine Ahnung, was wir da machen können? 8 durch 20 dividieren oder so? Exakt, weil der Bruchstrich ist mathematisch auch nichts anderes als geteilt durch. Aha. 8 stimmt. Geteilt durch 20. Und wenn ich das ausrechne, dann habe ich erstmal hier 0,4 stehen. Mhm. Aber Prozent heißt ja von 100. Das heißt, ich brauche Hundertstel, damit ich tatsächlich das in Prozent angeben kann. Dafür brauchen wir also noch die Hundertstelstelle. Das ist in diesem Fall einfach die 0. Dann steht da 0,40 und ich sehe, wie viel Hundertstel habe ich eigentlich tatsächlich? 40. 40 Hundertstel, genau. Also, und 40 Hundertstel in Prozent ausgedrückt ist 40%. Also er hat tatsächlich nur 40% von den Toren, von den Torschüssen verwandelt, aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ja? Also. Aber es ist weniger als 50%. Richtig, es ist weniger. Was wären denn 50%? Wie viel müsst ihr da verwandelt haben? Aha. Wie viel müssen das sein? Bei 50% die Hälfte? Ja. Wären? Wie viele Torschüsse? 10. 10. Genau. 10 Zwanzigstel. Genau, 10 Zwanzigstel. Sehr gut. Ja, mal. Da muss man schon nochmal nachdenken. Gut, dann schauen wir uns das doch nochmal ganz genau an. Von 20 Torschüssen hat Eigner also 8-mal getroffen. Wir haben ja gesagt, die 20 Torschüsse, das sind die 100%. Und in der Prozentrechnung sind die 100%, die nennt man den Grundwert, weil sie das Ganze sind. Das ist das, von dem ich ausgehe. Und ich gehe immer vom Ganzen aus. 100%. Und dieser Grundwert wird abgekürzt durch ein großes G. Weil Grundwert und G, das ist einfach eine super Sache. Okay, also durch ein großes G abgekürzt. Die 8-mal, das war ja sozusagen nicht das Ganze, sondern ein Teil vom Ganzen. Und hier haben wir einen anderen Begriff. Also Teil vom Ganzen oder der Prozentwert. Und zwar in einer realen Einheit, hier in Toren. Und die wird abgekürzt durch, na, wo ist es? Durch ein großes P. Von Prozentwert. Mhm. Sehr gut. Aber es fehlt noch ein Teil. Wir haben ja vorhin die 40% ausgerechnet. Was sind denn dann die 40%? Lass uns das auch nochmal anschauen. Wir haben ja die 8 durch die 20 geteilt. Ja. Da haben wir ja die 0,40 herausbekommen. Das waren 40%. Und diese 40% war der Prozentsatz. Ja, oder? Sehr gut. Ja. Das ist der Prozentsatz. Und der Prozentsatz wird abgekürzt durch ein kleines. Kleines P. Ja, ich wollte gerade sagen. Durch ein. Ich wollte gerade groß sagen. Ja, genau, nein, durch ein kleines P. Also nochmal, der Grundwert, das ist das Ganze, 100%, wird abgekürzt durch ein großes G. Der Prozentwert ist der Anteil vom Ganzen, und zwar in realen Werten, zum Beispiel hier Tore, durch ein großes P abgekürzt. Und die Angabe in Prozent, hier 40%, das ist der Prozentsatz, abgekürzt durch ein kleines P.
Boah, schaut euch mal den Rösler an. Ich verstehe, warum der so oft eingesetzt wird. Ja, deshalb lässt ihn der Trainer wahrscheinlich auch so oft aufstellen. Also der war in 60% aller Spiele von Ampfiff an dabei. Es wäre natürlich interessant zu wissen, wie viele Spiele das jetzt eigentlich waren, oder? Also 60%, das ist ja schon mal ganz gut. Ja. Aber wir hatten jetzt 30 Spieltage gehabt. Und 60% war er eingesetzt, und zwar von Anfang an. Aber da fehlt ja noch ein Wert. Also lass uns mal gucken, was wir haben. Wir haben also jetzt, der gegeben ist einmal der Grundwert. Und was ist denn der Grundwert hier? 30 Spieltage? Ja, weil es alle Spieltage waren, die 100%, deswegen ist es der Grundwert. Sehr gut. Okay, was haben wir noch an Informationen? Dann die 60%. Die 60%. Und das muss dann, der gespielt hat. Das ist dann der Prozentsatz. Genau, oder? Weil der Prozentsatz hat immer hinten das Prozentzeichen. Daran kann man ihn immer sehr gut erkennen. Welche Abkürzung hat er dann nochmal? Kleines P. Jawohl. Okay, also wir haben den Prozentsatz, und zwar 60%, aber ein Wert, der fehlt uns. Oh, Grundwert haben wir, Prozentsatz das haben wir. Das große P. Und das war? Prozentwert. Prozentwert, sehr gut. Der fehlt uns. Okay. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man den Prozentwert ausrechnen kann. Einmal mit dem Dreisatz und zum anderen mit der Formel. Und wir fangen einfach an mit dem Dreisatz. Gut. Der Dreisatz, der hat drei Zeilen und deswegen heißt er Dreisatz. In der ersten Zeile werden immer die Informationen auch aufgebaut, die man hat. Meistens ist es der Grundwert, der dort steht. Das ist in dem Fall hier die 30 Spieltage gewesen und die entsprechen ja 100%, weil es alle Spieltage sind, die bis jetzt gelaufen sind. Okay, 100%. Jetzt ist es wichtig, auf welcher Seite kenne ich denn das Endergebnis schon? Also auf der Prozentseite oder auf der Spieltageseite? Auf der Prozentseite. Genau, und also zwar? Die 60%. Ich will ja wissen, welche Entsprechung die 60% haben. Auf dieser Seite, wo ich das Endergebnis schon kenne, muss ich in der zweiten Zeile auf 1 kommen. In dem Fall auf 1%. So funktioniert diese Dreisatzmaschine. Wie komme ich denn jetzt von 100% auf 1%? Durch 100. Genau, ich teile durch 100. 100 durch 100 ist 1. Und Dreisatz funktioniert so, dass was ich auf der einen Seite tue, muss ich auch auf der anderen Seite tun. Wenn ich also auf der einen Seite durch 100 teile, dann muss ich natürlich auch auf der anderen Seite bei den Spieltagen durch 100 teilen. 30 durch 100? 0,3. Sehr gut. Jetzt will ich ja wissen, wie viel tatsächlich Spieltage 60% entsprechen. Jetzt muss ich auf der anderen Seite wieder auf 60%. Welche Rechenoperation muss ich da machen? Mal 60. Genau, ich multipliziere mit 60. Was ich auf der einen Seite tue, muss ich auch auf der anderen Seite tun. Also auch die 0,3 mal 60. Könnt ihr das auswendig? 0,3 mal 60? 0,3 mal 60. 18. 18, ja. Ja, sehr gut. Man kann auch einfach 3 mal 6 rechnen, dann weiß man schon 18 und dann muss man noch mit den Kommas aufpassen. Aber tatsächlich, es sind 18 Spieltage. Also mit dem Dreisatz kommt heraus, 60% der bis jetzt gespielten Spieltage sind tatsächlich 18. Gut. Die zweite Möglichkeit, den Prozentwert zu berechnen, ist mit der Prozentformel. Eine Formel setzt die unterschiedlichen Größen der Prozentrechnung in Beziehung zueinander. Ich habe euch die Formel mal mitgebracht und dann können wir uns anschauen, wie das funktioniert. Also, man hat herausgefunden, dass der Prozentwert dem Grundwert entspricht, wenn man den Grundwert mit dem Prozentsatz multipliziert und dann das Ergebnis durch 100 teilt. So stehen die einzelnen Größen in Beziehung zueinander. Und anhand dieser Formel kann ich auch alle anderen Größen ausrechnen. Ich muss die Formel nur umstellen, sodass die zu berechnende Größe allein auf einer Seite des Gleichheitszeichens steht. Aber in diesem Fall wollen wir den Prozentwert ausrechnen. Insofern machen wir das einfach mal. Die Formel funktioniert wie eine Maschine. Ich setze einfach meine bekannten Größen ein, meine bekannten Werte. Und dann rechne ich es aus und bekomme sozusagen den gesuchten Wert hier, der Prozentwert. Wollen wir das mal machen? Ja. Sehr gut. Okay. Also der Prozentwert, den kennen wir nicht, der ist gesucht. Dann haben wir den Grundwert. Das waren 30. 30 Spieltage mal den Prozentsatz. 60% waren es. Genau. Und eben nicht Prozent, weil Prozent heißt ja von 100. Deswegen muss ich hier durch 100 noch die 100 zu schreiben und 60 durch 100. Das sind die Prozent. Ja, sonst heißt es wirklich 60 durch 100. Ansonsten müsste ich 60 und das Prozentzeichen hinten dran setzen. Okay, wenn du das ausrechnest, kannst du es in den Taschenrechner einfach so eintippen. Du gibst 30 ein mal 60 und dann teilst du das Ergebnis nochmal durch 100. Machst du es einfach mal. Ja, Taschenrechner.
Also 30 mal 60 sind 1800. Ja. Und jetzt geteilt durch 100, das ist 18. Also der Prozentwert ist 18. Du siehst, egal ob du mit dem Dreisatz rechnest oder mit der Prozentformel, es kommt das richtige Ergebnis raus. Und 18 Spieltage von Anfang an. Das ist interessant. Hoffentlich faulen die sich nicht auch im Training. Ja. Obwohl man sagen muss, die 60er, also die sind ja echt ein faires Team. Ja. Also Benny Laut zum Beispiel hat in 4 Spielen von 34 gelbe Karten bekommen. Aha. Das ist wenig. Das ist wenig. Ja, das ist sehr wenig. Ungefähr 10%. Ja, ungefähr, aber lass es uns genau ausrechnen. Ja. Okay, ja, hier haben wir auch wieder zwei Möglichkeiten, wie wir es ausrechnen können. Einmal mit dem Dreisatz und einmal mit der Prozentsatz-Formel. Prozentformel. Sehr gut. Genau. Wir fangen mit dem Dreisatz an. Also, was ist eigentlich hier gegeben? Welche Daten haben wir? Du hast gesagt, in 34 Spielen hat er in 4 Spielen gelbe Karten bekommen. Genau. Okay, was sind denn jetzt diese 34 Spiele? Grundwert. Genau. Also das, die gesamten Spiele. Und zwar genau, alle Spiele, das Ganze, 100%. Okay. Und dann hast du gesagt, in 4 Spielen hat er gelbe Karten bekommen. Das ist der Prozentwert. Ja, genau. 4 Spiele. Aha. Und zwar tatsächlich der reale Wert hier in Spielen. Ja. Ja. Was fehlt denn? Der Prozentsatz. Jawohl. Sehr gut. Es fehlt der Prozentsatz. Und den kann man mit dem Dreisatz ausrechnen. Und das funktioniert so. In der ersten Zeile des Dreisatzes gehört welche Größe rein? Hier der. Oben kommt immer, jedenfalls sehr, sehr häufig. Der Grundwert. Ich wollte es sagen. Also der Grundwert. Und der Grundwert war hier ja nochmal 34 Spiele. Und der entspricht dann 100%. Jawohl, okay, 100%. Jetzt ist es wichtig. Auf welcher Seite kennst du eigentlich schon das Endresultat? Also auf welcher Seite weißt du schon, was in der dritten Zeile stehen wird? Also der Prozentwert. Vier Spiele. Also auf der vier gelbe Karten. Genau, auf der Spiele-Seite. Und dort, wo ich die dritte Zeile schon kenne, dort muss ich auf 1 in der zweiten Zeile kommen. Also hier von 34 auf 1. Und da muss ich. Geteilt durch 34. Genau, geteilt durch 34, was ich auf der einen Seite tue, das muss ich ja auch auf der anderen Seite tun. Also auch die 100% durch die 34. Und da kommt raus. Ja, genau. Das rechnen einfach aus. Ich rechne mal wieder. Ja. 100 geteilt durch 34 ist gleich 2,94. Und jetzt ist wichtig, es geht ja noch weiter. Es steht ja 2,94117647. Hier ist es auch wichtig, dass du nicht rundest, sondern dass du tatsächlich die komplette Zahl zum Weiterrechnen benutzt, weil damit wird das Endergebnis besonders genau und exakt. Okay? Wir schreiben es jetzt hier nur gekürzt hin, aber du kannst es ja am Taschenrechner lassen. Okay. Und jetzt will ich ja wissen, wie viel dann 4 Spiele, wie viel Prozent 4 Spielen entspricht. Also hier muss ich von einem Spiel jetzt auf 4 Spiele kommen. Was muss ich da tun? Mal 4. Genau, mal 4 und auf der anderen Seite dann? Mal 4. Ich glaub's nicht. Genau, also auch mal 4, 2,941 und den ganzen Rattenschwanz hinten dran. 11,764. Genau. Jetzt 11,76 Spiele, das gibt's ja nicht so ganz. Dann müsste man ja beim 12. Spiel in der wahrscheinlich 80. Minute abbrechen. Das heißt, hier kann man runden. Also in wie viel Prozent der Spiele war's? 12. Genau. Also wir haben in 12% der Spiele hat er eine gelbe Karte bekommen. Das ist ja eigentlich, das passt schon, gell? Ja. Fassen wir nochmal zusammen. In der Prozentrechnung gibt es drei Größen. Einmal den Grundwert, das ist das Ganze, also die 100%. Dann gibt es den Prozentwert, das ist der Anteil am Ganzen, der zum Beispiel dargestellt wird in Spielern oder in Kilogramm, wie auch immer. Und diesen Anteil am Ganzen, den kannst du darstellen als Prozente und das ist der Prozentsatz.